Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Beispielsatz TV. Heute haben wir etwas ganz Leckeres für euch dabei. Heute auf jeden Fall erstmal der Colin wieder dabei. Hallo. Und einen speziellen Gast. Da wundere ich mich aber, wer das ist. Es ist der... Hi, ich bin Felix. Felix, meine Güte, den hatten wir auch noch gar nicht dabei. Vielleicht einmal bei der Lasagne. Er ist auf jeden Fall unser Fleischexperte und wird uns nähere Informationen zu dem Fleisch liefern. So, Colin, dann sag uns doch mal erstmal, was wir heute kochen werden. Heute werden wir Chili con Carne kochen und die Zutaten wird euch jetzt der liebe Felix vorstellen. Also wir benutzen 800 Gramm Rinderhack und den Rest hat Jonas. Zunächst brauchen wir geschälte Tomaten, da ich keine anderen mehr hatte. Benutzen wir heute gehackte Tomaten. Knoblauch brauchen wir selbstverständlich auch. Zwiebeln dürfen in keinem guten Gericht fehlen. Mais. Kidneybohnen dürfen in keinem guten Chili con Carne fehlen. Zweimal. Salz. Chili-Pulver. Kreuzkümmel. Und ja, damit sind wir auf jeden Fall schon am Ende unserer Zutatenliste und werden jetzt schon mal die ersten Schritte unternehmen. Und zwar, die Zwiebeln und den Knoblauch müssen wir in einer Pfanne 5 Minuten braten, beziehungsweise wie man in der Fachsprache sagt, anschwitzen und ja, danach werden wir uns weitersehen. So, das Schnibbeln übernimmt heute der gute Felix. Jo, ich kümmere mich jetzt um die Zwiebeln und den Knoblauch. Zeitraffer ab. So, wir sind jetzt mit den Zwiebeln fertig. Jetzt wende ich mich an den Knoblauch. Zeitraffer. So, Felix hat auf jeden Fall einen grandiosen Job im Schneiden gemacht. Guckt euch einfach mal diese grandiosen Zwiebeln an. Einfach nur... Das war doch ein paar Gel vergossen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gerade ein wenig Öl in einen Topf gegeben und habe ihn dann auf die Herdplatte gestellt, weil wir jetzt in dem nächsten Schritt die Zwiebeln und den Knoblauch in dem Topf anschwitzen werden. Und ja, danach werden wir noch ein paar Pülverchen reinmachen und das Hackfleisch und dann, ja, bis gleich. So, dass das Öl nun, ja, die perfekte Temperatur hat, wie der Zwiebeltest, ja, gerade bewiesen hat. Also wenn eine Zwiebel drin liegt und das anfängt zu brodeln, dann hat das Fett auf jeden Fall die perfekte Temperatur und ich werde jetzt die restlichen Zwiebeln hinzufügen. So, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend an. Jetzt wird Colin die Knoblauchzehen hinzufügen. So, jetzt befindet sich auf jeden Fall alles im Topf, Knoblauch und Zwiebeln. Und wir werden das jetzt ein bisschen kochen lassen. Und ja, wir sehen uns gleich. Dadurch, dass man auf jeden Fall jetzt schon sehr viel Rauchbildung hat, wie ihr hier sehen könnt, kann man auf jeden Fall auch deuten, dass ein sehr kräftiges Aroma freigesetzt wird. Und das wird man im Endprodukt natürlich auch spüren. Weil jetzt die Zwiebeln soweit ihr Aroma verkräftigt haben, wie man hier sehen kann, werde ich nun Kreuzkümmel. Das ist das Gewürz, was quasi der Chili con Carne ihren typischen Geschmack gibt. Ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen... Ah, ich glaube, da geht noch ein bisschen. Dann mal Stopp. Stopp. Ja.
Man riecht es auf jeden Fall schon ein bisschen krasser. So, jetzt habe ich hier für euch vorbereitet Chili-Pulver. Aus dem 19. Jahrhundert. Das werde ich jetzt auch hinzugeben. Durch das leichte braune Röstaroma, wie man hier sehen kann, hat sich der Geschmack auch schon um einiges verbessert. Als nächstes werden wir jetzt das Rinderhack zu den Zwiebeln in den Topf tun und wir sehen uns gleich. Am besten immer gut nachölen, weil sonst brennt sich das Hack am Topfende fest. So, nun salzen wir ein bisschen nach. Und nun fügen wir ein bisschen weißen Pfeffer hinzu. Ein wenig. So, jetzt geben wir die geschälten Tomaten bei der Suppe hinzu. Hier könnt ihr auf jeden Fall unser bisheriges Produkt sehen. Das sieht schon sehr ähnlich aus wie Chili con Carne. Jetzt müssen wir das auf jeden Fall noch 30 Minuten lang stehen lassen. Und anschließend werden wir dann einfach nur noch die Kidneybohnen hinzufügen, etwas nachwürzen und ja, dann können wir das Ganze auch schon genießen. Also, bis gleich! Goldene Zeit, wird es ihm schmecken. So, wir haben auf jeden Fall jetzt über eine halbe Stunde sogar gewartet. Und wie ihr sehen könnt, ist das super dickflüssig sogar schon geworden. Das ist super geworden. Auf jeden Fall haben wir uns auch in der Zwischenzeit schon ein bisschen Reis gekocht, damit wir das gleich damit auf jeden Fall genießen können. Im nächsten Schritt werden wir jetzt auf jeden Fall Kidneybohnen und Mais hinzufügen. Anschließend umrühren. So, das war auf jeden Fall jetzt Chili con Carne. Wir sind jetzt fertig. Wir haben unser Chili con Carne und unseren Reis. Und jetzt werden wir uns auf jeden Fall am Tisch wieder treffen, um das Ganze mal zu probieren. Bis gleich! So Leute, wir sind jetzt hier auf jeden Fall aktiv am Tisch mit unserem aktiven Chili con Carne, dazu unseren Reis und ich werde mir jetzt erstmal eine Portion gönnen. So, dazu kommt natürlich unser Chili con Carne. Dann werde ich mal Colin was rein tun. So, meine Freunde, hier auf jeden Fall nochmal ein Close-up vom guten Essen. So sieht das jetzt aus. So. Dann werden wir das Ganze doch mal probieren. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin geflasht. Es schmeckt super gut. Es ist gut gewürzt, obwohl wir ein wenig zu viel, ja, Kreuzkümmel reingemacht haben. Hier nochmal kurz ein Rückblick. Nun, Kreuzkümmel, das ist das Gewürz, was quasi der Chili con Carne ihren typischen Geschmack gibt. Ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen, haltet, da geht noch ein bisschen. Sag mal Stopp. Okay. Deswegen kann man auf jeden Fall sagen, ist das eigentlich ganz gut geworden. Es ist super gewürzt, es ist etwas schärfer, aber nicht zu scharf. So, meine Freunde, ich bin geflasht, wie lecker dieses Gericht geworden ist. So, jetzt wird jeder Einzelne nochmal kurz ein Feedback zu dem Gericht geben, zu dem Rezept auch, ob das jetzt eher einfach war, ob das eher schwer war und ob das für seinen
persönlichen Gebrauch gut ist. Colin, fang du doch mal mit deinem Feedback an. Also, ich fand das Gericht eigentlich relativ lecker. Ist nicht ganz mein Geschmack, aber es hat geschmeckt. Ich finde, das Fleisch hätte ein bisschen mehr Würze vertragen können. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es echt gelungen und es war relativ einfach. Mhm. Ich kann da Colin auch zustimmen, ich bin jetzt nicht ganz so groß Fan von Kidneybohnen, also von daher. Und ja. So, was bleibt uns noch zu sagen? Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuschauen. Euer Beispielsatz TV, Colin und Felix. Bis bald. Doch mal erstmal, was wir heute kochen werden. Chili con carne. Achso. Ich hab keine Ahnung. Colin, sicher, dass das alles gut ist oder irgendwie? Ja, safe. Nils kriegt das schon irgendwie hin. Die ist ja gammelig. Oh ne, ist aber nur Dreck. Oh, fick die Henne, ey, das burnt. Weißt du, was ich habe? Mega-Pippe. Weiter geht's, Nils. Du kannst jetzt nicht mehr, kannst die Katze, ja, Schnauze. Felix. Linkes Auge ist gelähmt. Piss dich, scheiß Müll. Hör auf, dich jetzt den Schrank zu schlagen. Ist echt so. Schlag dich selber. Bisschen Knoblauch geschnitten, ja. Ich hoffe, der lässt so gut wie alles drin. Ich hab keinen Hund, Jonas. Ich bin alles am Essen. Ah, Fuß gebrochen. Nehmt mal einfach keine Scheiße, bitte. Danke. Aber ich weiß, was ich brauche. Was denn? Was laberst du? Das ist einfach nur Wasser, verdammt. Ich will auch mal. Ich will das machen. Das ist mein Job. Das ist los. Das ist los. Das ist in der Kamera. Mein Löffel, mein Löffel, mein Löffel. So. Jetzt werde ich auf jeden Fall den Topf noch ein bisschen umdrehen und wir müssen nachher mega großen Zwiebeln haben. Jetzt cut! Cut!